Hallo ihr Lieben, ich habe heute einen Tag für euch. Ich wurde nämlich getaggt von der lieben Kind of Rosie, bei dem Tag mitzumachen, mein letztes Mal. Es gibt auch noch einen anderen Tag und zwar heißt er mein erstes Mal. Und ich habe ihr Video angeschaut und dachte schon, während ich das Video geguckt habe, den Tag könntest du eigentlich auch machen. Und da hat sie mich getaggt und deswegen mache ich natürlich mit. Falls sie euch noch nicht so geläufig ist oder ihr sie noch nicht kennt, verlinke ich euch ihren Kanal unten in meiner Infobox. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der allerersten Frage an. Und zwar ist die, dein letzter Tweet. Da ich auf Twitter nicht so aktiv bin, muss ich da ehrlich gesagt erstmal schauen, was ich getweetet habe. Das ist, schon mal neues Video gesehen, Zuschauertreffen in Stuttgart. Ja, jetzt nichts Besonderes irgendwie, also auf Twitter bin ich nicht so vertreten. Ich dachte am Anfang, das ist bestimmt total toll, immer zu tweeten, und aber irgendwie, das ist mir irgendwie total zu stressig manchmal auch. Ich vergesse das dann auch, dass ich irgendwie was posten will oder ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, letzte Mahlzeit, das war circa vor einer halben Stunde und ich habe selbst belegte Pizza gegessen mit Salami und Mais und Käse. Dann letzter Traum, müsste ich überlegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die letzte Nacht oder die vorletzte Nacht war. Auf jeden Fall, Achtung, ich habe von einer YouTuberin geträumt. Das finde ich jetzt mal total krass. Aber ich glaube, das lag daran, dass ich kurz vorm Schlafengehen von ihr noch ein Video angeguckt habe oder irgendwas. Und zwar von der Annie Jeffrey. Die hat in New York gelebt jetzt die ganze Zeit und lebt jetzt aber seit ganz, ganz kurzer Zeit in London, macht super Videos. Ich denke, die ein oder andere von euch wird sie kennen. Ich finde die einfach so klasse. Es war auch meine erste YouTuberin, die ich abonniert habe. Und von der habe ich irgendwie geträumt, dass wir, ich glaube, ich war in New York, wir sind shoppen gegangen. Also so ganz genau weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich von ihr geträumt habe. Finde ich irgendwie, ja, schon sehr krass. Dann nächste Frage. Letzte SMS. Letzte SMS. Also eigentlich schreibe ich keine SMS mehr. Es geht meistens alles über WhatsApp heutzutage. Ich denke, das ist bei euch nicht anders. SMS schreibe ich eigentlich ja, nur mit meiner Mama, da die kein WhatsApp hat. Und da habe ich geschrieben, hallo. Denn sie hat nämlich geschrieben, hallo, wo bleibst du denn? Weil ich ja ein bisschen später von der Arbeit gekommen bin und sie hatte das Essen gekocht und saß da und hat gewartet. Deswegen hat sie geschrieben, hallo, und das war die letzte SMS. Sehr interessant, muss ich sagen. So, die nächste Frage ist, letzter Kuss. Und das, wann war mein letzter Kuss? Mamaküsse zählen nicht, würde ich jetzt mal sagen, oder? Zählen Mamaküsse? Also ich bin eine Person, die ihre Mama noch küsst. Ist mir auch nicht peinlich oder so. Finde ich gar nicht schlimm. Ich lasse ihn einfach mal gelten und dann würde ich sagen, das war heute. Letzter Schuhkauf, ich bin nicht so der Schuhkäufer, muss ich sagen, ich weiß gar nicht, also normalerweise bin ich schon typisch Frau, was so Kleidung angeht, aber Schuhe, ich weiß es, mein letzter Schuhkauf waren diese geilen Ballerinas, ist schon eine Weile her, dass ich gekauft habe, die habe ich über Zalando bestellt, ja über Zalando, und die sind von der Marke, wo steht sie denn, steht denn da drauf? Nee, aber die stand mal drin. Ich glaube, die heißen Ariane. Ariane, glaube ich, heißen die Schuhe. Sind super bequem. Ganz toll hier mit dem Pink und vorne mit dem Weiß und mit dieser Schnalle. Ist auf jeden Fall ein echter Hingucker. Hat auch einen minimalen Absatz und hat auch innen drin so Luftpolster, dass man da sehr angenehm laufen kann. Als ich in Berlin war, habe ich die auch fast täglich getragen. Und da läuft man ja auch ja, eine Weile, wenn man Berlin besichtigt. Und die haben, glaube ich, gekostet 60 Euro. Für Ballerinas ist ein bisschen viel, aber die sind wirklich saubequem, muss ich sagen. Kommen wir zu der nächsten Frage. Und zwar, ne, ist das letztes Instagram-Bild. Und da ich auf Insta ja sehr fleißig bin, muss ich mal gucken. Und zwar war das jetzt, Moment, vor einer Stunde circa. Und da habe ich ein Bild gepostet von meinem neuen Nagellack, den ich hier auch übrigens drauf trage. Wenn ihr das hier so erkennt, ja, das kennt man. Und da habe ich dieses Bild hier gepostet, weil ich den Nagellack einfach super finde. Der ist sowas von klasse, der ist so richtig schön metallic und nicht so, sieht nicht so billig aus. Die nächste Frage ist letzter Kinobesuch. Muss ich auch überlegen, also ich war schon ewig nicht mehr im Kino. Ich glaube, das war, also auf jeden Fall schon ein paar Wochen her, ich glaube, das war Hangover 3
Ja, dürfte Hangover 3 gewesen sein. Ich muss sagen, ich war von dem Film schon ein bisschen enttäuscht. Ich fand die ersten beiden Teile wesentlich viel, viel besser. Ich fand am Hangover 3 einfach nur den Schluss am besten. Da musste ich lachen. Sonst musste ich bei dem Film fast gar nicht lachen. Ich weiß nicht, ging es euch irgendwie auch so? Oder war ich die Einzige? Oder bin ich die Einzige, die von dem Film irgendwie enttäuscht ist? Auf jeden Fall, naja. Also, man hat ihn gesehen, das war gut, aber nicht so, dass ich sagen muss, oh, den muss ich jetzt nochmal sehen. Dann letzte abonnierte Person auf YouTube. Wie heißt denn die? Wie heißt sie denn? Irgendwas mit Pequena Senorita 11? Ich verlinke euch den Kanal von ihr unten in der Infobox. Ich weiß den Namen nicht auswendig. Irgendwas mit Pequena Senorita und 11 hinten dran auf jeden Fall. Die habe ich als letztes abonniert. Die hat so blonde, kurze Haare und fand ich eigentlich ganz sympathisch. Und deswegen habe ich mal auf Abonnieren geklickt. So, dann die nächste Frage ist letzte Übernachtung. Letzte Übernachtung ist auch schon eine Weile her. Ich bin nicht so der Übernachtungstyp. Ich schlafe lieber in meinem eigenen Bett. Da weiß ich, was ich habe sozusagen. Die letzte Übernachtung war bei meinem Ex-Freund, genau. Also schon eine Weile her. Das Letzte, was du vorm Schlafengehen machst. Das Letzte, was ich mache, ist, ich dusche mich und ziehe meine Schlafklamotten an, schnapp mein Handy oder mein Laptop. Klicke auf YouTube rum, schneide Videos, keine Ahnung. Aber das allerletzte, was ich wirklich mache, ist, ich kusche mich in mein Bett und mummel mich wirklich ein, dass ich gut verpackt bin und dann, ja, wird einfach gepennt. Dann die letzte Frage auch schon, letztes gelesenes Buch. Und momentan muss ich sagen, ich komme gar nicht so zum Lesen oder ich vergesse es teilweise auch, Bücher zu lesen, was ich eigentlich mal wieder anfangen sollte, weil ich Lesen wirklich liebe und es auch so tolle Bücher gibt momentan. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, und das kann man nicht wirklich lesen nennen, ist Was tun wir, wenn was wir tun, wenn der Aufzug nicht kommt. Und das ist kein Buch zum typischen Lesen, sondern das ist einfach so mit so lustigen Statistiken und ja, Schaubildern, Diagrammen, was weiß ich. Vielleicht ist es euch schon irgendwie in die Hände gefallen und habt davon gehört. Auf jeden Fall muss ich da schon teilweise sehr schmunzeln und habe mich da auch irgendwie ja, wieder entdeckt oder auch wieder selbst drin finden können. Und das war jetzt auch schon die letzte Frage. Ich fand den Tag wirklich sehr interessant und wahrscheinlich ja, einfach mal überlegen, was hat man denn so als letztes gemacht oder auch beim letzten Traum, dass man mal irgendwie ein bisschen überlegt, was hat man denn als letztens geträumt. Auf jeden Fall nochmal danke, liebe Kind of Rosie, dass du mich getaggt hast. Ich habe natürlich sehr gerne mitgemacht. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen ganz, ganz tollen und vor allen Dingen nicht verregnenden Tag und bis dann. Tschüss!